Ja, also es ist so gewesen, dass wahrscheinlich viele, die jetzt zuschauen, mich noch aus den langjährigen Streams von Junau kennen. Es war Sommer und Junau hatte nach Köln geladen, wo ich halt wie gesagt auch mit drunter war und Kopfnuss-Kalli mich halt aus meinen Streams kannte von Junau. Und diese Veranstaltung fand wie gesagt in Köln statt. Und der Kopfnuss-Kalli kam ja aus Köln, der war ja ursprünglich da in Köln und mir dann angeboten hat, weil ich wie gesagt mich überhaupt nicht in Köln auskenne, mich vom Bahnhof abzuholen und ja, mir halt ein bisschen Köln zu zeigen und ja, mich dann so ein bisschen in Obhut zu nehmen, ja. Und das habe ich dann auch dankend angenommen. Das war auch wirklich so, als der Zug in Köln einlief, stand wirklich der kleine Stumpenzwerg da und holte mich dann ab, ja. Ja, wir waren dann auf diesem Treffen und ja, viel Blablabla, da ein bisschen am Rheinufer und Kopfnuss-Kalli hat wieder seine Show gemacht mit den Karateübungen und mit seinen Rumspringen und Hüpfen da und ich dann auch in meinem Rollstuhl gefahren. Dadurch kommt das ja, Kalli und Rollstuhlfahren, ne? Kleiner Stumpenzwerg und so, pipapo. Ich mach die Show, ne, Kalli, was ist los, ne? Ja, wie gesagt, als es dann zurückging für mich nach Aachen abends, hab ich ihm dann halt gesagt, hör zu, Kalli, das war sehr nett von dir, dass du mich hier in Obhut genommen hast in Köln. Wenn du mal ein Problem hast, ruf mich doch ganz einfach an. Und es dauerte auch nicht lange, anderthalb Wochen später klingelte mein Handy. Es war der Kopfnuss-Kalli dran und meinte, ja, er wäre obdachlos, hätte nichts zum Schlafen und ob er nicht zu mir kommen könnte, nach Aachen. Ich sag, ja, kein Problem, können wir machen, ne? Komm vorbei. Das sollte erstmal nur ein paar Wochen sein und wie gesagt, wie ihr nachher später mitkriegt, ist ja da eine längere Aktion draus geworden. Kalli kam dann nach Aachen, war alles wunderbar, hat mir dann auch geholfen. Ja, so ein bisschen im Haushalt anfänglich lief es halt sehr gut. Als Kalli dann, wie gesagt, sein Equipment bei mir aufbaute und ich wieder bei Junau streamte und er parallel auf YouTube streamte, hatten wir natürlich jede Menge Zuschauer, ne? Villa, Berg und Zwerg, das war natürlich das, was die Leute sehen wollten. Und ja, der kleine Stumpenzwerg hüpfte halt durch meine Wohnung. Und bis dann, Entschuldigung, sich die NWO anrief, ja,